Ich war eingeladen in einen Hauskreis, da kam ein Mann mit in die Gruppe. Und als ich angefangen, eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, steht er und sagt, nein, das gehört uns nicht. Was ist im Alten Testament, das gehört den Juden. Ich habe versucht, ihm zu erklären, dass die Bibel ist Einheit. Im Alten Testament gibt es so viele Prophetien und wir sehen das im Neuen Testament. Und leider gibt es noch viele, die denken so. Heute werden wir vom Alten Testament etwas lernen und wie ist diese prophetische Bedeutung in dem Neuen Testament. Wir hatten von dem ersten Buch Mose gesprochen. Ich bin noch bei dem ersten Buch Mose und das ist in verschiedenen Teilen. Ich habe versucht, das Wort die vier Vierer, habe ich mit meinem Bruder, dem Nachbar, gesprochen, aber es kommt. Die vier, sagt man die vier? Vierer, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das erste Buch Mose ist 50 Kapitel. Da sind zwei Teile. Teil A von Vers 1, von Kapitel 1 bis Kapitel 11, spricht über vier Ereignisse. Von Kapitel 12 bis 50 spricht über vier Personen. Die vier Ereignisse, das sind die Schöpfung, Sündfall, die Sintflut und Babel, dieser Turmbau. Das sind die vier Ereignisse von Kapitel 1 bis zum Kapitel 11. Dann kommt die vier Personen. Abraham, von Abraham kam Isaac und von Isaac kam Jakob, Israel, der Vater von den 12 Stämmen. Dann kommt Josef. Diese vier Personen, Abraham, hat vier Altäre gebaut. Das habe ich bei dem Teil 1 gesprochen. Wir haben über die vier Altäre gesprochen. Und was bedeutet das für uns hier in dem Neuen Testament? Isaac hat vier Brunnen gebottelt. Jakob hat vier Steine oder vier Säulen. Und Josef hat vier Hemden angezogen in vier verschiedene Häuser. Von hier kommt die vier Vierer, oder? Bitte? Ja. Immer vier. Bei Vater Abraham beobachtet man die Gnade und die Erwählung. Bei Isaac die Sohnschaft und die Erbe. Und bei Jakob die Training und Züchtigung. Gott hat ihm wirklich gezüchtigt. Gott hat ihm in einen Weg genommen, dass er lernen. Und bei Josef die Schmerz und die Verhältschung. Und vielleicht heute will der Herr zu jemand von euch reden. Nach aller Schmerz, nach aller Ungerecht, nach aller Missetat, nach aller Hass und von wem? Von wem? Von seinen Brüdern. Vielleicht jemand in der Familie, jemand, der hast du ihm anvertraut und plötzlich dreht er alles um und wird gegen dich. Jemand, der hast du an ihm verliebt, Zeit und Liebe gegeben. Und plötzlich dieser Mensch wird fast wie ein Feind. Gibt es noch eine Hoffnung? Gibt es eine Heilung? Kann der Herr das balsamieren, diese sehr tiefe Wunde? Wir werden heute sehen. Ich möchte heute konzentrieren an dieser Teil 2 über die vier Hemden Josef in vier Häuser. Der erste Hemd, buntes Hemd vom Vater.
Der zweite, Knechtschaft hemmt. Der Grund dafür sind leider seine Brüder. Und das dritte Hemd, Gefangenenhemd. Das hat die Menschen gemacht, die Sünde, durch eine Lüge von einer Frau. Und das vierte ist die Herrlichkeitshemd. Gibt es nach dieser Knechtschaft und die Gefangenschaft, gibt es noch eine Hoffnung? Ja. Und das ist der Weg für unser Herr. Das ist der Weg. Er geht mit uns durch die Schwierigkeit. Und das Lied, was wir gesungen für die Kinder, wo ist Elias gegangen? Wo habt ihr? Mit wem? Opa und Oma? Ja, abgegeben. So schnell, nach 10 Minuten hat ihr kein Geduld mehr. Ja, Gott hat immer Hoffnung. Ich nehme jetzt das erste Hemd, Bundeshemd der Liebe des Vaters. 1. Mose 37, Vers 3. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. War das gut oder falsch oder schlecht, was der Vater gemacht hat? Wir werden sehen. Und bevor ich in mein Thema reinkomme, will ich sagen, als Eltern müssen wir sehr gut aufpassen. Wenn wir ein Kind mehr lieben als den anderen, oder in meiner Kultur, leider in meiner Kultur, wird der männliche Kind geliebt, mehr als die Töchter. In einer arabischfreien Zeit, eine Frau kommt mit einem Sohn und neben sie waren 3 Mädchen und sagt, kannst du für mein Kind beten, er ist mein einziger Sohn. Einzel, sagt er, Einzel. Und wer sind das? Sagt, das ist meine Tochter. Sagt er, gehören die nicht die Familie? Sind die nicht auch Gottes Gaben? In manchen Kulturen, vielleicht in Europa nicht so, hat er 12 Kinder, aber liebt Josef. Es gibt einen Grund, aber das soll nicht sein. Und wir sollen aufpassen mit dem Einzelkind, mit dem Waisenkind, der keine Eltern hat, ein Kind, der adoptiert. Und danach macht man die Tür offen, alles ist erlaubt, alles ist gemacht und das Kind lebt ohne Grenze und hat eine sehr schwierige Zukunft. Oder ein männlicher Sohn und 2 Mädchen, Töchter, wir müssen aufpassen. Jeder von denen ist eine vollkommene Seele. Jeder hat Verstand. Wir werden später sehen gleich, wie dieser Bundeshemd, was hat das gemacht. Was die prophetische Bedeutung für dieses schöne Bundeshemd? Hemd das Licht. Sagt die Bibel über das Hemd von Jesus Christus. Ich predige heute nicht von Josef. Josef war ein Symbol. Aber ich rede von unser Original, unser Herr, unser Heiland. In Matthäus 17, 2. Und er wurde von ihnen verklärt und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. In Markus 9, 3 und seine Kleider wurden sehr weiß wie Schnee, wie kein Bleicher auf Erden sie weiß machen klar. Ich glaube, dieser Beruf gibt es nicht mehr, oder? Bleicher. Das ist selten jetzt. Ich kann das von zu Hause auch. Aber heute gibt es nicht mehr. Dieser Licht, das Kleid von Jesus war weiß wie das Licht. Kleid, das Reinheit. Dieser bunte Kleid. Licht ist gut für die Augen. Da steht in Gottes Wort, in dem Buch Prediger, Kapitel 11, Vers 7. Gut für die Augen, das Licht zu sehen.
Wenn Jesus kommt in meinem Leben, in meinem Haus, beleuchtet, wie Larena, die wir heute gesegnet haben, die Beleuchtende, beleuchtet. Licht gibt Sicherheit. Licht gibt Wärme. Licht gibt Freude. Alles, was es von Dunkelheit leuchtet, Hemd der Heilung. Markus Evangelium, Kapitel 5. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Die Sünde ist keine Krankheit, die Sünde ist Plage. Jeder Plage ist Krankheit, aber nicht jede Krankheit ist Plage. Die Sünde ist Plage. Und Jesus ist gekommen, um diese zu heilen. Sie hatte nur sein Gewand. Dieser bunte Gewand, dieser bunte Hemd, der voll mit Licht. Ich will nicht viel über die Farben heute reden, aber 2-3 Minuten vielleicht. Die Farben sind die Sprache. Und jede Farbe hat eine Bedeutung. Und jeder wählt die Farbe, die passt mit seiner Inneren, mit seiner Seele. Die weiße Farbe für Leute, die immer Hoffnung haben, für die Freude. Die grüne Farbe ist immer für Frucht. Er führt mich in grüne Aue. Die Gerechte werden wie ein Baum an dem Wasserbecher, die bringt ihre Frucht ihrer Zeit und ihre Blätter, ihre Laub werden nie trocken, die werden immer grün. In dem Psalm spricht über ein Gerechte wie ein Balme, die ist immer grün. In dem Heiligtum, die letzte, der Heiligtum in Sinai, war von 4 verschiedenen Farben und die letzte Farbe, auch in dem Heiligtum, ganz tief innen, den Raum, wo du nur der Hochpriester reinkommt, die letzte war diese blaue Farbe. Und die blaue Farbe für die Ruhe, frisch, das ist die Farbe vom Himmel, die Farbe von See, Meer, Wasser. Was ist mit dem Jesus? Er hatte in sich, im Psalm 45, Vers 2, bei euch auf Deutsch, vielleicht wird Vers 3, in ihm hat er alle Schönheit, alle die Schönheit, alle die Farben, alle die bunte Farben sind zusammengekommen. Als Gott wollte ein Bund mit den Leuten machen, nach dem Flut, hatte er diese Regenbogen im Himmel. Und die Farben, die sind sehr schön. Jesus ist unser Regenbogen. Er ist der Bund für den Frieden. Leider hat er den Menschen heute eine Farbe von den Regenbogen rausgenommen und die haben das als Symbol für etwas anderes. In Jesus. In Hohelied, Kapitel 5, Vers 10, sagt er, mein Lieber ist weiß und rot. Du bist die Schöner unter die Menschenheit. Jesus, von außen ist sehr schön, von innen ist sehr schön. Das ist die Bedeutung. Die Frau hat einfach sein Kleid, einfach, und sie ist geheilt. Hemd des Gerichts.
dieser Bundeshemd, sagt, und mitten unter den sieben Leuchten einen, der einen Sohn des Menschen gleich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und ich habe heute etwas gelesen über dieses lange Kleid, und das zeigt uns die Majestät. Majestät und die Ehrfrucht. Die Ehrfrucht und Majestät. Voller mit Respekt sein Kleid. Diese Hemd von Josef, das hatte so viele Bedeutungen. Aber leider hat nicht lang gedauert. Jesus, der kam von dem Vater als Weisheit und Gerechtigkeit, voll mit Liebe, mit einem bunten Kleid, mit aller dieser Freude. Plötzlich ist Jesus als Knecht, und wir erinnern, was mein Bruder Samuel heute gelesen von Jesaja 42, der erste Verse. In die Übersetzung, was mein Bruder gelesen, steht mein Diener. In meiner Muttersprache steht mein Knecht. Mein Knecht. Jesus als Knecht. Als Christen wollen wir das nicht hören. Er ist Gott, er ist Gottes Sohn, er ist der gute Hirte, er ist der A und O. Das ist alles richtig. Aber wenn Jesus nicht ein Knecht war, konnte nicht verstehen, wenn ich Knecht der Sünde war. Kann er nicht verstehen, wenn ich Knecht unter bestimmten Gesetzen bin. Hat alles mitprobiert. Ein schöner Bibelvers, der beruhigt mich immer. In Hebräer Kapitel 2, Vers 18, das ist der letzte Vers in dem Kapitel, Hebräer 2, 18. Er ist durch das alles gegangen, deswegen kann er mir helfen. Er kann mir helfen, dass er alles das probiert. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassen sie ihn. Das war das Ergebnis von seinem Bruder, wegen Hass. Und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Was bedeutet das bei unserem Herr Jesus Christus? Hemd des Hasses, wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätte sie kein Sünden. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch wohl mich als auch mein Vaters. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird. Es gibt prophetisches Wort, die muss erfüllt werden. Das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Steh mal auf dem Marktplatz und rede von Jesus. Und manche sind dagegen. Warum? Hast du die Bibel gelesen? Nein. Hast du Gemeinde besucht? Nein. Warum hast du Jesus ohne Gründe? Hier. Dieselbe Geschichte passiert. Die hassen dem Herrn. Und steht hier in ihrem Gesetz geschrieben. Wo ist das? Psalm 35, 19. In Psalm 69, 5. Sehr klar und deutliche Bibelverse. Das ausgezogene Hemd von Josef. Und es geschah, als Josef zu seinem Bruder kam, da zog sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, der er von seinem Vater gehabt. Das war wie eine Bitternis, Bitterkeit in ihrem Herzen gegen ihn, gegen den Vater und alles, was der Vater ihm getan hat. Die haben ihm das von ihm rausgenommen. Und was ist mit dem Herr Jesus Christus? Da steht in der prophetischen Bedeutung das ausgezogene Hemd in Matthäus 27 dieselbe Geschichte. Und nachdem sie ihn verspottet hatte, zogen sie ihm den Mantel aus und legten ihm seine Kleider an
Und nachdem sie ihn nun gekreuzt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich und warfen das los. Was es mit Josef gemacht, hat eine prophetische Bedeutung mit dem Herrn Jesus Christus. Das blutrote Hemd. Sie aber nahmen Josef Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut. Die haben Sache gemacht, die wissen nicht, was die gemacht haben. Die wissen nicht, dass die rote Farbe in diesem Sinne kommt danach später als Symbol für die Rettung. Für die Rettung. Alles, was der Herr mit uns tun, der Herr wird das in sein Labor nehmen und die bringt das für uns zum Guten. Was steht, vielleicht jemand weiß auswendig, in Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass alle Dinge machen zusammen für die Güte, die Gott liebt. Alles macht für die Güte, die Gott liebt. Die prophetische Bedeutung, das blutrote Hemd, sie zogen ihm aus und hängten ihm einen scharlachroten Mantel. Warum haben die das gemacht? Die wissen nicht. Die haben das gemacht als Spotten, als ja, die machen ihm, lächerlich. Aber die haben es richtig gemacht. Er trägt diese. Er ist der Herr, er ist der Retter. Er ist der Retter, er ist der Heiler. Danach kommt das dritte Hemd, wo man nie erwartet. Nie erwartet. Es gibt ein Lied, habe ich versucht, heute Morgen zu erinnern. Und ich bin eigentlich spontan, aber natürlich, vielleicht die Mission wird Ärger mit mir, wenn ich das tue. Und ich gehe heraus von dem Programm. Ich hätte das Hofert ein Vers davon gespielt, ob er das kann. Ich kann es nur auf Englisch. They have in the hand of Jesus oder bind the hand of Jesus while he praying in the garden. Als Jesus gebetet, die haben Sinn gekommen, haben die Hände gefesselt und sind. Er kann Tausends oder Zehntausends oder 20.000 Engel. Ist das bekannt, das Lied? Geht das, dass du eine Strophe singen? Einfach so? Geht das? Probier mal auch. Vielleicht können wir können dir helfen. Probier mal, wir singen das mit dir auf Arabisch. Ah ja, bitte. Er nimmt einen Moment, ich mache weiter, bis er das vorbereitet. Ja. Dankeschön, Bruder. Jesus, der hat die Hände befreit. Konntet ihr das glauben? Jesus, der hat die Hände befreit, ist gefesselt. Jesus ist gekommen, um Freiheit zu geben für die Gefangenen. Er ist gefangen genommen. Zusammenfassung, Jesus hat deinen Platz genommen und hat dir seine Stelle. Er ist der Angeklagte geworden, du und ich werden die Freien geworden. Warum hat er das gemacht? Ja, er ist extra gekommen, um uns zu befreien. Gottes Sohn, der Menschensohn ist gekommen. Nicht für die Leute, die fühlen sich gut und wohl und gute Christen. Er ist gekommen für die Schlechten, die fühlen sich sehr niedrig. Er alleine hat von sich erniedrigt. Die Worte, die steht in Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 6. Er hat sich erniedrigt, er hat sich abgegeben, er hat das sich selbst drunter gedrückt, dass du und ich heute sitzen in Freiheit und freuen wir uns. Geht? Vielen Dank. Wir hören von dieses Lied bitte und nehme es als Ding. Überleg mal an diese Worte. Hoffentlich war es nicht der letzte Gottesdienst für mich hier in der Mission.
banden Jesu Hände aus Hass und blinder Wut. Sie schlugen und bespuckten ihn. Sie schrien voll Verachtung und forderten sein Blut. Nehmt diesen Jesus, kreuzigt ihn. Er konnte tausend Engel rufen, die ihn befreien im Augenblick. Er konnte tausend Engel rufen, doch er starb allein für dich und mich. Vielen, vielen Dank, Hofer. Gefangenenhemd der menschlichen Ungerechtigkeit geht in ein Haus zu helfen und war sehr ernst. Josef hat er getan alles, mehr als die von ihm gewartet. Der Herr des Haus war sehr begeistert von ihm, hat er ihm alles in die Hand gegeben. Und was ist die Belohnung? Gefängnis, Haft. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis. Das ist derselbe Mann, der war begeistert. Das ist derselbe Mann, der ihm anvertraut. Das ist derselbe Mann. Gefängnis ohne Gericht, ohne dass er steht vor einem Richter, ohne Zeugens. Was ist mit Jesus passiert? Mit Jesus. Egal, was Pilatus gefragt, kreuzt ihn. Dorthin, wo die Gefangenen des Königes gefangen lagen, so war er dort im Gefängnis. Und was hat das von prophetischer Bedeutung? Hemd der Gefangenschaft. Nachdem sie ihn nun festgenommen hatten, führten sie ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Potiphar hat es in dem Haus, wo die Gefangenen von dem König. Und hier ist Jesus in dem Haus von dem Hohepriester. In Matthäus 27, das zweite Vers steht, und sie band ihn, was wir gehört gerade in dem Lied, führte ihn ab und lieferten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus aus. Und diese drei Worte, stehe ich wirklich vor diese Worte stumm? Bandet ihn, führten ihn, lieferten ihn. Ist das nicht dieselbe Bedeutung? In Jesaja Kapitel 53, er war wie ein Schaf, der geht zum Schlachtbank und da hat er nichts. Er hatte keine Rebellion, er hat nichts dagegen, er hat nichts gesagt. Warum? War er so schwach? Nein. Hatte er wirklich eine Missetat gemacht und fühlt sich schuldig? Auch nicht. Er war still, er will bis zum Kreuz gehen. Er sucht keinen Helfer. Er kann so 10.000 Engel holen. Er will das nicht. Um dich und mich zum Retten war er still und geht bis zum Kreuz. Das Hemd der Liebe trotz Schmerz. Ging im Gefängnis und findet zwei, als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, zu dieser, die Gefangene dort, war zwei davon, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao,
Und ich sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Hast du noch Lust zu dienen? Folgst du Gott noch nach alles, was es mit dir passiert? Wo war er? Das sagen die Leute her. Das sage ich. Ich gehe nicht zur Gemeinde nochmal. Was habe ich von der Gemeinde gehabt? Wo ist er? Warum erlaubt er mit dieser Krankheit? Warum erlaubt er mit diesem Unfall? Warum erlaubt er mit dieser Ungerechtigkeit? Josef war ein Mensch, der hatte Vision. Er hatte Vertrauen. Der Vater liebt ihn. Liebe trotzt dieser Schmerz. Und was ist mit unser Heiland? Die prophetische Bedeutung, das Hemd der Liebe trotz Schmerz. Und Jesus sprach zu ihm, einer von den zwei, die neben ihm gekreuzt haben, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr Jesus, hast du noch Liebe für diese? Hast du noch Liebe in die letzte Zeit am Kreuz, wo viel geblutet, wie viel Wasser runtergekommen, wo viele, nach die viele Schlägerei, nach alles, Spotten, nach alles, hast du noch? Ja. In Jeremia steht, ich liebe dich mit ewiger Liebe. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Deswegen gebe ich eine unendliche Barmherzigkeit. Ich komme zum letzten Hemd. Herrlichkeit Hemd, der Belohnung für die Treue. Hat Gott dich nicht vergessen, Josef? Nein. Hat dein Vater nicht vergessen? Nein. Vergesse nicht. Du und ich, wir werden nie von dem Herrn vergessen. Von lieben Leuten vergessen, von der besten Kommunikation vergessen, vergessen von den Menschen. Aber nicht von Gott. Nicht von Gott. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er begleitete ihn, und hier kommt dieser letzte Kleid, dieser letzte Hemd, begleitete ihn mit weißer Leinwand. Aha, kam die weiße Farbe nochmal. War weiß und danach kommt ja, Knecht. Und danach Gefängnis, aber kommt der Weise. Der Weise. Ihm gehört alle Ehre. Ihm gebührt die Ehre. Er ist der Herr. Trotz alles, was es mit ihm passiert, in Jerusalem, in Galiläa, in Bethlehem, in hier und hin. Und alles ist passiert mit Jesus. Und einmal nach Ägypten mit den Eltern, nach Ägypten als Flüchtlinge. Und nochmal zurück. Alles das passiert. Aber er ist der Herr. Und er bleibt. Er bleibt der Herr. Und er legte eine goldene Kette um seinen Hals. Guck mal bitte mit mir an die verschiedenen Farben hier. Ein weißer Leinwand, eine goldene Kette, ein Siegelring. Und dieser Ring hatte den Siegel. Wenn Josef etwas mit diesem Ring gestempelt, das wird genehmigt. Da kam die Zeit für die Belohnung. Und das ist auch eine sehr klare prophetische Bedeutung, Hemd der Göttlichkeit. Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchtete sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Hemd der Macht. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Hemd der Herrlichkeit. In Jesaja 9,5 und kommt in Offenbarung dieser sehr bekannte Vers in Kapitel 1, Vers 13b. Denn ein Kleid ist uns, ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der Herr, er ist der Leiter, er ist der Haupt.
und um die Brust gürtete mit einem goldenen Gurt. Und das macht nur der Richter, der König und Richter. Der König und Richter, er ist der Richter. Interessanterweise, dass auch im Koran, im Islam, steht, dass Jesus, der kommt als Richter. Nicht Mohammed, nicht anderer Prophet. Er ist gekommen als König und er kommt als Richter. Himmels Erhöhung. Was sagt der Pharao? Du sollst über mein Haus sein und deinem Befehl soll mein ganz Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und das bedeutet, als Jesus auf die Erde, er ist Gott, der in Fleisch gekommen. Und deswegen, als Gott, der in Fleisch, er hat Durst gehabt, er hat Hunger gehabt, er war müde, er hat geschlafen, er hat geweint. Hier sehen wir die Herrlichkeit der Vater im Himmel und Gott, der in Fleisch gekommen, nur um den Thron. Das ist für dich, wenn du zu mir kommst. Aber solange bist du auf der Erde, werdest du so viel Leid tragen. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne, nicht ohne mich hier, nein, ohne dich soll niemand in ganz Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Der Vater hat alle Macht an dem Sohn gegeben. Der Vater hat alle Gericht und Gerechtigkeit an dem Sohn gegeben. Die prophetische Bedeutung hätte der Vollmacht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Pharao sagt, keiner kann ein Hand oder Fuß hochheben. Und hier sehen wir, dass der Vater hat der Sohn die ganze Macht gegeben. Und ohne Jesus können wir nichts tun. Hemd der Rettung und der Pharao gab Josef den Namen Sefenat Panich. Was bedeutet dieses Wort? Ritter der Welt. Als Josef schläft und kam zu ihr der Engel, hat er ihm die Botschaft gegeben und sagte über Maria, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Josef hat die Leute gerettet, aber nur vom Essen, dass die ihren Bauch voll haben, dass die keinen Hunger haben. Was hat Jesus gemacht? Er hat uns gerettet, unsere Seele, unser Leben, unsere Zukunft. Josef war ein Ritter für bestimmte Zeit, aber Jesus ist der und bleibt der Ritter. Schluss, Gedanken, zwei Bibelverse. Nimm es bitte mit nach Hause. Das erste Bibelvers in 1. Petrus 1, 11. Sie haben nachgeforscht, auf welcher und was für eine Zeit der Geist der Christus in ihnen hindeutet. Der, die für Christus bestimmen, leiden und die darauf folgenden Herrlichkeit zuvor bezeugt. Zuerst der Leid, danach kommt die Herrlichkeit. Zuerst die Ungerechtigkeit und danach die Herrlichkeit. An jeder heute, die in dem Saal. Und jeder, der uns hört, auch auf dem Livestream, in dem Internet. An jeder, der diese Botschaft hört. Bringe deine Bitten, bring deine Gebetsanliegen. Werf alle deine Sorge auf ihn. Er selbst sorgt für dich. Nach aller Dunkelheit, die ganze Nacht, dann kommt die erste Licht am Morgen. Der Herr sieht, der Herr weiß. Jesaja 42, 6 und 7. Ich, der Herr. Wisst ihr, wenn
zwei heiraten und die stehen hier und einer sagt, ich bin der so, ich werde mein Leben geben. Und der Mann sagt, ich werde dich lieben und so weiter. Gott gibt einen Bund an jeder von uns heute. Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker, die, welche in der Festnis sitzen. Das war für Jesus, aber das für jeder von uns. Der Herr wird dich und mich gebrauchen. Es gibt zwei verschiedene Bibelstellen. Wir werden das jetzt hören. Wir hören das in Ruhe. Eine aus Psalm 105. Warum habe ich diese ausgewählt? Psalm 105 ist hundertprozentig eine Prophetie über Josef. Klar und deutlich. Und die Philipper 2 über Jesus. Und man sieht in Josef, was passiert und in Jesus, was passiert. Lass uns diese zwei Bibelstellen hören. Nimm es als Gebet. Überleg mal, was steht. Psalm 105. Und er rief eine Hungersnot herbei über das Land und zerschlug jede Stütze an Brot. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock, sein Hals kam ins Eisen, bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Der König sandte hin und befreite ihn. Der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter, dass er seine Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Da zog Israel nach Ägypten, und Jakob wurde ein Fremdling im Land Hams. Der Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Kapitel 2. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Lass uns eine stille Zeit nehmen. Er hat alles bezahlt. Du darfst nur glauben und erhalten. Glauben und nehmen. Alle meine Schuld hat es auf ihn getragen. Ich darf die Freiheit heute genießen. Wenn du unter Druck bist oder leidest du unter Ungerechtigkeit, ich ermutige dich, dass du deine Augen erheben auf dem Kreuz. Dort siehst du, dass Jesus ist gerecht. Er hat dich nicht vergessen. Er hatte seinen richtigen Moment. Glaube nur wird helfen. Glaube, dann kommt mit dem Heiligen Geist alle die Freude zu deinem Herzen. Herr Jesus, wir danken dir für alles, was du für mich, für uns getan hast. Komm bitte und nimm die Ehre in unser Leben. Amen.